Hallo ihr lieben leuchtenden Seelen da draußen, ich muss dieses Video jetzt hier heute aufnehmen. Sorry für die Sonnenbrille, ich kann einfach nicht direkt in die Sonne schauen, aber ich habe jetzt hier viele Stunden gemalt und habe gerade etwas geschaffen, das so gewaltig ist. Ich bin noch so tief berührt. Dieses Bild ist ein Start in eine neue Serie. Im Grunde hat die Serie schon begonnen mit dem Sternentor, das neue Licht auf Erden. Ich verlinke euch das mal hier oben und natürlich immer auch unten in der Infobeschreibung, in der Videobeschreibung. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen berührt bin und dieses Bild hinter mir ist quasi aus dieser Energie heraus entstanden, aus der neuen Energie, die auf die Erde fließt. Ich habe da viele Videos schon drüber gemacht, habe aus vielen Blickwinkeln erklärt, wie ich das wahrnehme. Und dieses Bild ist jetzt über Tage in mir gereift, über Wochen eigentlich. Und es ist ein Lichtbringer. Es ist ein Schöpfungslicht, Sternentor. Es ist innerhalb der Sternentor-Serie ein Update. Die Sterntore werden weitergemalt. Also ich habe diese Infos jetzt über viele Tage bekommen. Ich male weiter Sternentore und auch die Schöpfungslicht-Sternentore. Sie werden noch mehr Energie zur Verfügung stellen. Ich habe auch den Auftrag bekommen, für diejenigen, die das möchten, eigene Schöpfungslichter zu malen, also mich mit der Seele zu verbinden und diese Qualität, ich vibriere am ganzen Körper, diese Qualität dann auch persönlich zur Verfügung zu stellen. Doch dieses Bild, das Schöpfungslicht der Liebe, ist jetzt der Start in die neue Serie. Es finden sich darin die Lichtsprachezeichen, die auch in den Sternentoren sind. Ich werde, nachdem ich das Video aufgenommen habe, vor der Kamera, dann hinter die Kamera gehen und heranzoomen, wie ihr das von den Sternentor-Videos schon kennt, damit ihr ein bisschen die Eindrücke erfassen könnt. Es ist im Vergleich zu vielen anderen Sternentoren ein relativ schlichtes Bild. Und ich weiß auch nicht, ob da vielleicht noch... Nein, es kommt nichts Neues. Es kommt nichts dazu. Es wird später noch ein bisschen lackiert werden, um es zu schützen. Aber es kommt nichts dazu. So, Punkt. Und ich möchte euch mit den Worten, die ich empfangen durfte, die ich euch jetzt vorlesen möchte, einen kleinen Eindruck schenken, was da passiert ist und was dieses Bild auf die Erde bringt. Mir fehlen ja wirklich selten die Worte, aber jetzt im Moment stammel ich nur rum. Ich bitte euch, mich zu entschuldigen, aber ich muss dieses Video jetzt aufnehmen, in der Energie, nicht später. Gut. Also, die Botschaft des Schöpfungslichtes der Liebe. Liebe ist ein Klang, ein Wesen, ist Freude, ist Licht. Fühle den Ton der Liebe in dir vibrieren. Er möchte dich animieren, motivieren, möchte dich umfangen und trösten, glücklich machen und dich erinnern. Daran, dass auch du Liebe bist, jetzt. Das Schöpfungslicht der Liebe schwingt immer für dich, in jedem Moment. Zweifle nicht, liebe. Liebe mit allen Fasern, allen Sinnen, allen Zellen und mit all deiner Hingabe. Dich selbst, das Leben, das Schöpfungssein auf Erden. Gestalte Neues aus dem Impuls der Liebe heraus. Erschaffe Liebe aus deinem Herzen für die Welt. Lass sie übersprudeln, überquellen und teile sie, sobald du satt bist. Fühle die ewige, göttliche Schwingung der Liebe in dir. Du bist diese Schwingung. Wenn nur
ein ganz kleines bisschen von dieser Energie bei dir ankommt, habe ich meinen Job gemacht. Ich möchte jetzt kurz noch etwas vorlesen, was ich direkt danach geschrieben habe, was ich gefühlt habe. Ich kenne die Liebe, in ihr fühle ich mich geborgen und satt. Doch noch nie war ich so eins mit mir, so mit mir im Reinen, so frei von Zweifeln. Vibrierend im Klang der Liebe darf ich malen, schreiben, lauschen, fühlen. Ich dehne die Zeit und fülle sie mit Liebe. Sie tanzt in mir, mein Innerstes tanzt mit. Und während ich gleichzeitig schwer und satt bin, weil mich die Liebe so nährt, fühle ich mich federleicht und überglücklich. Ich sende Frieden und Hoffnung in die Welt mit diesem Werk und bin dankbar dafür, Kanal sein zu dürfen. Was für eine Ehre, die ich mit Demut und Hingabe erfülle. Puh. Als ich den Hintergrund gemalt habe, dieses rosa Pink und dann das Gold und das Weiß in der Mitte, habe ich die ganze Zeit Om gesungen. Einfach nur vibriert. Om, Om, Om. Ich habe es in das Bild gemalt, das Bild hat geantwortet. Gleichzeitig entstand eine riesige Welle um mich herum. Und ich war in allen Dimensionen gefühlt gleichzeitig. Ich habe Gedanken gehabt über mein Leben, über meine Vergangenheit, Gedanken zu meiner Zukunft. Und dennoch war ich parallel im Hier und Jetzt. Das ist kaum in Worte zu fassen. Die Sonne ist so warm. Ihr seht, dass ich bin hier im Top. Ich bin so durchlichtet worden. Heute Morgen hat kein Mensch daran gedacht, bei 4 Grad im Garten, dass es so warm wird. Und ich bin so unfassbar dankbar. Und diese Schwingung ist etwas, das uns alle nährt, das wir alle brauchen, um Menschen zu sein und Seele zu sein und vor allen Dingen Lichtmenschen zu sein. Dieses Bild ist für mich auch der Start in mein 100%iges Lichtmenschensein. Engel, Mensch, wie auch immer man das Ganze nennt. Schöpferin, Schöpfer. Ich möchte einfach dieses Lichtmenschsein als Symbol dafür sehen, dass ich mein allergrößtes Licht auf die Welt bringe, in die Schöpfung bringe, es durch alle Werke, die ich jemals erschaffen werde, manifestiere, dass ich auch als Leuchtturm weiterhin dienen möchte, um andere Menschen aufzuwecken, sie in ihr Licht zu führen. Und ich wünsche mir einfach unendlich viele Lichtmenschen auf dieser Welt. Vielleicht ist dieses Bild, oder mit Sicherheit ist dieses Bild, das in Sachen Zweifel, wie gesagt, frei von Zweifeln während des Seins, ist genial und doch ist es ein Weg. Dieses Bild wird vielleicht viele Menschen ohne viele Worte dazu bringen, dass sie diese Liebe fühlen und das ist mein absolut allergrößter Herzenswunsch. Wie gesagt, ich werde das Bild jetzt nochmal mit der Kamera ein bisschen heranzoomen, euch die Zeichen zeigen und nehmt es auf, nehmt es in alle Zellen auf. Ich werde es in meine Galerie stellen mit der Botschaft, mit ein paar Detailfotos noch. Und falls euch das Bild gefällt, teilt einfach das Video oder nehmt das Bild und seid glücklich, taucht einfach in die Energie ein. Wenn ihr mal auf Mallorca seid oder da, wo ich dann jeweils gerade wohne, wann auch immer ihr dieses Video schaut, kommt in meine Galerie. Ich glaube, dieses Bild werde ich vorerst nicht verkaufen. Ich muss da drin erstmal baden. Ich sende euch ganz, ganz viel Liebe und Freude. Beides die höchsten Schwingungen hier auf der Erde. Eure Sonja Ariel von Staden. Ciao. Ich muss Simba unbedingt mit aufnehmen. Er war die ganze Zeit dabei und hat diesen Prozess begleitet, dieses Bild entstehen lassen zu dürfen. Ich bin so unglaublich glücklich. Mein kreatives, buntes Selbst wollte noch ganz viele Details hinzufügen, aber
Ich habe es ja schon im vorherigen Abschnitt gesagt. Nein, das reicht. Die Lichtsprache ist hier ganz rund, schwingend, lebendig. Es sind so schöne Zeichen. Es ist ja immer alles sehr willkürlich. Aber natürlich freue ich mich, wenn mir auch das Bild gefällt, das ich channel. Und es ist so, es ist so zart, so arabesk, so unglaublich, ja, berührend. Ein bisschen Sonne ist dabei und es ist pure Schwingung, ganz viele Schichten in Schwingung gemalt mit dem ganzen Körper. Dieses Bild ist so groß, es ist 1,50 Meter mal 1,20 Meter. Es ist fast so groß wie ich und es war eine Herausforderung. Ich habe diesmal nicht wie bei den Sterntoren keinen Zirkel gehabt. Ich habe diesen Kreis, diese Schwingung des Kreises aus der Hand gemalt. Und bin so glücklich, dass es funktioniert hat. Also, möge das Schöpfungslicht der Liebe dein Herz füllen und mögest du die Energie nutzen können für ein Leben voller Liebe.